Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Wir haben Standorte in Berlin, Potsdam und Essen. Heute geht es wieder mal um das Thema Eigenbedarfskündigung, mit dem ich mich ja sehr vertieft befasse. Und da haben wir ja regelmäßig ein Problem, nämlich dann, wenn der Vermieter die Wohnung zu eigenen Zwecken selbst nutzen will, dann kann er, wenn der Mieter das bestreitet, ja ganz schwer den Beweis über diesen Eigennutzungswunsch führen. Denn er kann selbst kein Zeuge sein im Verfahren. Der Vermieter wiederum kann diese ganzen Behauptungen, also ich möchte die Wohnung für mich selbst nutzen, kann der Mieter zu Recht erstmal bestreiten. Und wenn der Vermieter jetzt keine Zeugen dafür hat oder keine anderen Beweismittel, dann bleibt dem Vermieter regelmäßig nichts anderes übrig, als seine Parteivernahme anzubieten. Das heißt, er sagt dem Gericht, liebes Gericht, vernimm mich als Partei, ich habe keine anderen Beweismittel, bitte hör mich an und dann musst du das, was ich da sage, kannst du mich befragen und auch der Gegner kann mich befragen und dann musst du das entsprechend würdigen. Und wenn das dann, das bedeutet dann natürlich auch unter Umständen, wenn das dann alles so schlüssig und stimmig ist, dass man damit einen Beweis dann doch führen kann. Da gibt es aber bestimmte prozessuale Klippen zu überwinden. Und mit einer Klippe hat sich das Landgericht Berlin in einem Urteil vom 18.10.2013 zu befassen. Da hatte die Vermieterin tatsächlich auch wegen Eigenbedarfs gekündigt und gesagt, mit verschiedener Begründung, sie möchte diese Wohnung, es ging natürlich um eine Wohnung in Berlin, wie zurzeit häufig, sie möchte diese Wohnung selbst nutzen. Die wohnte irgendwo in Westdeutschland, ich glaube in Darmstadt, und hat gesagt, ich ziehe nach Berlin. Und dann hat, das war eine sehr kleine Wohnung, 34 Quadratmeter, und sie wollte da drin dann auch noch einen Buchhaltungsservice betreiben, also die auch noch gewerblich nutzen. Und Problem war wohl auch, dass sie, obwohl sie das schon ganz lange gesagt hatte, dann tatsächlich zwar irgendwann die Kündigung ausgesprochen hatte, aber irgendwie schon das vor 7 Jahren schon mal gesagt hatte und jedenfalls ganz lange Zeit gar nicht nach Berlin gezogen ist. Mit anderen Worten, das Ganze, was sie da so zur Begründung der Eigenbedarfskündigung angeführt hatte, klang insgesamt nicht so sehr plausibel. Da fand das Gericht, da glauben wir nicht so richtig. Nun ist es da nicht ohne weiteres Sache des Gerichts, so etwas schon quasi eine Beweiswürdigung dazu machen. Aber wenn dann, wie in diesem Fall, einziges Beweismittel die Parteivernahme ist, dann hat das Gericht gesagt, müssen wir die Parteivernahme nicht durchführen. Denn es spricht einiges dagegen, dass das hier überhaupt plausibel ist. Die Gegenseite hat, schlau, schlau, der Parteivernahme widersprochen ausdrücklich. Also eine einvernehmliche Parteivernahme kam auch nicht in Betracht. Und die Parteivernahme von Amts wegen, die bedarf eben, sagen wir mal, also das Gericht sagt ja eines gewissen Anbeweises, also es muss irgendwie so ein bisschen plausibel sein. Ja? Und jetzt zeigt sich in diesem Verfahren, also man muss noch dazu sagen, das Gericht hat die Parteivernahme nicht zugelassen und die Vermieterin hat die Eigenbedarfskündigung dann nicht, die Gründe nicht beweisen können und hat damit den Räumungsprozess verloren. Die Mieterin hat gewonnen, ist da drin geblieben. Ich rede deswegen darüber, weil das so ein gewisses Problem, was häufig auftritt, zeigt. Vermieter kriegen ja von uns Anwälten dann auch gesagt, ihr müsst in so eine Eigenbedarfskündigung wirklich alles reinschreiben, was euch irgendwie einfällt. Das sage ich auch immer. Alles, was als Begründung herhalten kann, muss da rein, damit man sich dann später im Prozess auch darauf berufen kann. Das kann natürlich auch manchmal zu viel sein. Also hier hat die nun tausende Gründe, was er da alles mit der Wohnung vorhat, offensichtlich reingeschrieben. Also Wohn-, Büroservice betreiben. Und da hat das Gericht gesagt, naja, auf 34 Quadratmeter, so richtig plausibel schien das vor dem Gericht nicht. Und das ist sicher ein Problem. Also man sollte natürlich alle wirklichen Gründe reinführen, aber man sollte jetzt nicht, das sollte nicht dazu führen, dass das Ganze, was man da alles macht, nachher einfach bar jeder Lebenserfahrung ist. Denn das wiederum kann dann dazu führen, dass so eine ganze Geschichte plötzlich unplausibel wird. Und das hat dann eher den gegenteiligen Effekt. Insgesamt rate ich aber auch weiterhin,
den Vermietern möglichst umfassend, detailliert die Gründe im Kündigungsschreiben bereits auszuführen. Ansonsten, das haben wir eben auch häufiger, scheitert die Kündigung dann daran, dass man eben Gründe später in den Prozess einführen will und das Gericht dann sagt, das geht leider nicht, das hättest du schon mal in deiner Kündigung schreiben müssen. Dankeschön.